Frage an dich: Wie sehr vertraust du dem Leben? Also wie hoch ist dein Urvertrauen? Von einer Skala 1 bis 10. 10 heißt unbeschreibliches Urvertrauen. 1 heißt, boah, du vertraust dir und dem Leben fast gar nicht. Schreib es gerne mal in die Kommentare, würde mich wundern nehmen. Denn Studien zeigen ganz klar, je höher dein Urvertrauen ist, desto glücklicher, freudvoller und friedvoller bist du. Je mehr Risiko nimmst du auch auf dich, je mehr erlebst du und je höher sind die Chancen, dass du irgendwo wirklich richtig erfolgreich bist. Urvertrauen ist also unglaublich wichtig. Ich behaupte sogar, es ist elementar für ein glückliches, zufriedenes Leben, in dem du dein volles Potenzial entfaltest. In diesem kurzen, exklusiven Ausschnitt aus einem Mentoring-Call werde ich auf dieses Thema tiefer darauf eingehen und ich hoffe, dass du dich vom Inhalt dieses Videos berühren lässt und nach diesem Video mehr Urvertrauen hast. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Manchmal haben wir eine bestimmte Vorstellung, so muss es sein, aber das Leben spielt uns einen Ball zu. Ja, Menschen kriegen Hirntumore, Menschen werden krank, Menschen verlieren ihre Liebsten, Menschen leiden, alle möglichen Menschen verlieren ihre Häuser wie in Deutschland, alle möglichen schrecklichen Dinge passieren. Menschen werden vergewaltigt, Menschen werden getötet, werden missbraucht, alle, also der menschliche Wahnsinn kennt keine Grenzen. Also, sind wir ehrlich, menschlicher Wahnsinn, es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Es gibt nichts, was es nicht gibt. So, Dinge passieren jeden Tag, schreckliche Dinge passieren jeden Tag. Aber hier kommt dieser wichtige Punkt ins Spiel. Glaubst du in der Tiefe, in deiner absoluten tiefsten Tiefe, glaubst du daran, dass egal was passiert, dass das Leben immer für dich ist, dass Existenz immer für dich ist, dass es immer das Beste für dich ist, auch wenn es für deinen Verstand das Schlechteste ist, was passieren kann? Kannst du in der Tiefe wahrnehmen, mit jeder Zelle deines Seins, dass das, was passiert für dich, immer das Beste ist. Punkt. Fertig. So, oder? So, wenn du dem Punkt bist, ich würde fast sagen, dann bist du frei. Oder ich sage, dann bist du frei, ja. Oder? Dann bist du wirklich frei. Also das heißt nicht, dass du alles mit dir machen lässt und alles sagst, ja, ja gut und amen. Nee, heißt einfach, dass du mit dem, was passiert, unabhängig was passiert, dass mit dem im Frieden sein kannst. Und dann kannst du überlegen, okay, was möchtest du machen? Und das, was du machen möchtest, dafür gehst du dann. Oder unabhängig davon, was passiert. Ja. Das gibt dir eine sehr, sehr tiefe Flexibilität. Oder, also ich kann ja ein Beispiel machen bei mir. So, ich ernähre mich, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich gesund im Vergleich zum Rest der Welt, ja? Vielleicht würde ich sagen, vielleicht gehöre ich sogar zu den Top 5%, ich weiß es nicht. Ich ernähre mich aus meiner Perspektive gesund. Aber, so schau, glaube ich, dass ich Alzheimer bekommen werde? Glaube ich, dass ich Krebs bekommen werde? Glaube ich, dass ich Tumore bekommen werde? Nein, glaube ich nicht. Aber ich bin mir bewusst, das kann passieren. So, egal wie viel Sport ich mache, wie gesund ich mich ernähre, es gibt Yogis, die haben das ganze Leben lang nur gefastet und haben Krebs bekommen. Ja, so. Oder da spielen so viele verschiedene Dynamiken mit rein. Vielleicht sogar Dynamiken, die hier mit reinspielen, die älter sind als dieses eine Leben jetzt hier gerade, was du lebst. Oder das kann ja sein. Also ich gehe aus meiner Erfahrung stark davon aus, also wir leben ja in einer Kausalkette. Also du musst dir vorstellen, die Kausalkette, die geht zurück 13,7 Milliarden Jahre zurück, als der Urknall war und ein unendlich potentes Licht sich in die Leere hinaus manifestiert hat und Atome, Moleküle, Galaxien, Planeten, Sonnen entstanden sind und jetzt bist du hier. Also, oder alles führt zum einen zum anderen und wir sind eingebettet in einen Kausalzusammenhang, den wir nicht mehr verstehen können, oder? Gar nicht möglich. So, was dein Urgroßvater gemacht hat, betrifft dich heute, oder? Und mich auch, oder? Alles.
es fließt alles miteinander über. Es gibt einen geilen Film, ein bisschen kompliziert, finde ich, weil irgendwie sechs, sieben verschiedene Geschichten in einem Film drin sind. Cloud Atlas, kennt ihr den? Cloud Atlas mit Tom Hanks, mit Halle Berry. Kann ich empfehlen. Aber wie gesagt, gegen 2 Stunden 40 sind irgendwie so 6, 7 verschiedene Geschichten, die am Ende alle zusammenkommen, die auch in verschiedenen Zeiten abspielen. Also darum finde ich es eben noch geil. Ich finde die Idee geil, muss ich vorstellen. Es sind verschiedene Geschichten in diesem Film. Ein paar spielen in der Vergangenheit, ein paar in der Zukunft, ein paar in der Gegenwart. Und alle diese Geschichten sind am Ende, merkst du, wie alles miteinander verbunden ist. So was, es ist alles verbunden. So am Ende des Tages, Dinge können passieren. Du musst nicht mal dafür Schuld oder die Verantwortung übernommen haben. Sobald du auf diese Erde kommst, in einem Körper drin bist, bist du schuldig. Und du bist unschuldig, oder? Du bist schuldig, weil du andere Menschen auf die Füße treten wirst. Immer. Auch wenn du sagst, nee, du möchtest niemandem auf die Füße treten, du wirst Menschen auf die Füße treten. Das ist nicht möglich, weil was du gut findest, finden andere Leute schlecht. Ja, wenn er sagt, hey, ich liebe meinen Freund über alles, aber ich will ihm auch nichts Böses, aber ich merke gerade, hey, irgendwie will ich die Beziehung nicht mehr. Ich beende die Beziehung. Was machst du? Du trittst, ohne dass du es willst, jemandem auf die Füße. So, that's it. So, du atmest ein und durch das Einatmen nimmst du Sauerstoff von dieser Erde weg. Ja, du stehst auf Ameisen, du nimmst Leben und du machst das Leben zu deinem Leben. Ja, du isst. Wenn du isst, nimmst du immer Leben und du machst es zu deinem Leben. Immer. Du isst ein Stück Fleisch, nimmst Leben, machst es zu deinem Leben. Du isst Brokkoli, ja, nimmst Leben. Brokkoli ist nicht tot, das ist das Leben, oder? Brokkoli ist Bohnen, Reis. Ist nicht tot, das ist Leben. Das Leben drin. So, du machst, nimmst das Leben, du machst es zu deinem Leben. So, das heißt, du bist eingebettet, nochmal eingebettet in einen konstanten Zusammenhang. Du bist, sobald du hier bist, schuldig und gleichzeitig unschuldig. Das kann der Verstand nicht verstehen, das ist paradox. Und dann können Dinge können immer passieren. Du kannst der Netteste, der Liebste sein, du kannst dich gesund ernähren, du kannst Sport machen und auf einmal Alzheimer. You know. You never know. So, das heißt, ich gehe für mich, für meine Realität stark davon aus, ich werde 130 Jahre, ich gehe stark davon aus, ich bleibe gesund, mit 120, 130 werde ich noch wandern gehen, Sport machen, Gleitschirm fliegen, ich werde das Leben genießen bis zum letzten Atemzug. Ich gehe davon aus, aber ich bin mir bewusst, dass alles passieren kann. Und ich vertraue aber dem Leben, dass das, was passiert, egal was passiert, dass es perfekt für mich ist. Das ist manchmal brutal hart, weißt du? Weil, also unabhängig, was passiert, es werden Dinge kommen, die sind richtig unangenehm. Oder? Wir müssen uns nichts vormachen. So, wir sind jetzt 5 Leute hier. So, es werden Dinge in unserem Leben passieren, die sind unangenehm für uns. Die sind richtig beschissen, also richtig unangenehm. Versteht ihr? Richtig unangenehm. So, die Frage ist, wenn das kommt, eines Tages, ja, bist du bereit dafür zu sagen, yes, Ich nehme das und ich fühle das und ich fühle die Trauer, ich fühle die Ohnmacht, ich fühle alles und ich stehe mit dem im Feuer. Weil ich größer bin als jedes Gefühl. Weil ich größer bin als Ohnmacht, weil ich größer bin als Angst, weil ich größer bin als Trauer. Ich kann die Trauer, die Ohnmacht, die Wut, den Schmerz, ich kann den nehmen, ich kann den fühlen, aber ich bin größer als das. Ich bin der Raum, ich bin das Bewusstsein, in dem das alles passieren darf. Und ich bleibe aber stehen. Ich bleibe stehen. So, oder das ist dann die Frage. Entwickelst du diese Fähigkeit, diese emotionale Intelligenz, spirituelle Intelligenz, wo du, egal was passiert, im Feuer stehen kannst? Das ist dann wichtig.
Und das ist auch eine Art von super krasser Freiheit, oder? Also, wie viele von euch würden sagen, doch, das ist doch schon eine Freiheit. Also, wenn du in der Lage bist, das dem Raum zu geben und Ja dazu zu sagen, wie viele von euch sagen, das ist Freiheit? Ja, oder? Möchtest auch du Urvertrauen mit jeder Zelle deines Körpers fühlen, um so wahre Freiheit und inneren Frieden zu erfahren und dann dein volles Potenzial zu entfalten? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann mach jetzt den nächsten Schritt und buche dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit uns. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. In diesem Klarheitsgespräch schaust du gemeinsam mit Paul an, was der nächste Schritt sein kann, um dich von Rastlosigkeit und innerer Unruhe zu befreien und endlich wahre Freiheit und inneren Frieden zu erfahren. Weil nur aus diesem Zustand heraus kannst du auch wirklich dein volles Potenzial entfalten. Dieses Klarheitsgespräch ist kein Verkaufsgespräch. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist das hier nicht möglich. Es geht alleine darum, wie können wir dir in 20 bis 30 Minuten so viel Mehrwert wie nur möglich mitgeben, sodass du aus diesem Gespräch gehst und direkt weißt, was der nächste Schritt für dich ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Buch dir das Klarheitsgespräch und abonniere gerne diesen Kanal. Teile dieses Video mit deinen Liebsten, wenn du glaubst, dass das für sie wertvoll ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass du dabei warst. Bis dann, dein Patrick. Bye, bye.